Herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Make Coins. Wie immer zeige ich euch am Anfang alle Verkäufe. Ihr seht schon, es sind 35 Objekte weggegangen. Auch diese Fitnesskarten verkaufen sich echt super. Die Informs gingen auch wieder recht viele weg. Ja, die Silberspiele auch. Gehe ich gerade noch die Liste mal durch. Kimmich auch wieder zweimal verkauft. Natürlich noch eine Ladung drauf. Habe auf 11 noch 11, 10 oder 11 Objekte bekommen. Stellen wir alle rein. Hier mit den könnt ihr jetzt, der ist im aktuellen Team der Woche. Kauft euch den für 10.000, wenn ihr den bekommt. Ich habe da auf 3 oder 4 geboten, habe einen bekommen. Mittlerweile sollte man da mehr bekommen. Also würde ich euch empfehlen, bietet auf ihn, da macht ihr gute Gewinne mit. Haben wir wieder eine Ladung Silberspieler bekommen, wo wir auch 500 Münzen circa pro Silberspieler Gewinn machen. Die für 250 Münzen, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Deal. Oder ein Bönisch auch für 400 mitgenommen. Hier der Stürmer geht auch immer wunderbar weg. Bestimmt auch schon so 30, 40 Mal insgesamt verkauft. So, dann werden wir die neue Käufe machen. Wieder in die Barclays Premier League. Silberspieler und dann schauen wir mal, was es da so Gutes gibt. Wenn da hier welche so richtig gute mit richtig schnellem Tempo für 300 Münzen rum sind, könnt ihr die direkt mitnehmen. Aber hier seht ihr ja, ist jetzt nichts zu mitnehmen. Gehen wir mal in die Bundesliga. Auch sehr, sehr wenig drauf. Cariola, hier der volle Fitness könnte man mitnehmen. War so natürlich nicht. Da ist wirklich sehr, sehr wenig drauf. Den nehmen wir doch direkt mit. Wenn wir wenigstens eine Karte bekommen. So, was kann ich euch noch zeigen? Dann geht ihr doch nochmal in die Barclays Premier League. Stellt ihr hier ein 350. Schaut mal, was es da gibt. Sonst gibt es da einige Spieler. Gucken wir mal 400. Ja, gibt es nichts. Ja, ihn hier könnte man probieren. Nehme ich mal mit, stelle ich für 600 rein. Ist nicht viel Gewinn, aber den kann man dann mal reinstellen für 650 rum. Für den Anfang nicht schlecht. Mir reicht das eigentlich nicht mehr so zum Traden. Ich will schon mindestens 500 Münzen pro Spieler Gewinn machen, dass es sich für mich lohnt. So, wenn ich auf die Informs biete, stelle ich hier 10.000 ein, Spezial, und dann gehe ich durch, schaue ich mir an, wo sind Spieler mit guten Werten. Ja, hier auf jeden Fall, Italiener. Sehen könnt, es ist zurzeit sehr schwer zu traden. Es gibt kaum noch was auf dem Markt. Oh, und da kann man auch ein bisschen mehr drauf bieten. Auf alles ist 10.000 schon geboten fast. Seht ihr ja. Müsst ihr halt die ganze Liste durchgehen und auf alles 10.000 bieten, was Gold ist. Hier kann man auch mehr bieten.
Den hier wird man aber nicht für 10.000 bekommen. Das kann ich euch schon sagen. Deswegen biete ich auf die jetzt auch nicht mehr. Bei so Keepers, die bekommt ihr meistens für 10.000. Zieler wahrscheinlich eher nicht. Bietet trotzdem mal drauf, weil so wenig auf dem Markt ist. Ich werde da noch die restlichen Fitnesskarten, die ich habe, von der Tolly-Zeit anbieten, dass die Transferliste voll ist. Ihr seht ja, es ist ja, gibt hier kaum was auf dem Markt zum Bieten. Werden wahrscheinlich gerade nicht so viele Packs gezogen. Collins, wird man auch nicht mehr für 10.000 bekommen. Dann bietet ihr einfach auf alle goldenen 10.000 Münzen. Maxwell werden wir auch nicht bekommen, kann ich auch schon sagen. Müsst eigentlich so auf schlecht bewertete ihn hier könnt ihr 10.000 bieten, den bekommt ihr oft ihn hier auch. Ja, den kann man auch für 10.000 manchmal mitnehmen. Pantolinmon auch. Hier an Salidi, habt ihr ja gesehen, habe ich auch einen für 10.000 bekommen. So, wir schauen da nochmal jetzt nach Silberspieler. Vielleicht ist ja nochmal was reingekommen. Wenn nicht, war es das halt schon mit der Folge. Stellen wir halt mal 550 ein, vielleicht gibt es ja ein bisschen mehr. Aber scheint echt wenig auf dem Markt zu sein. Ihn hier kann man mitnehmen, super. Ist jetzt wieder. Kriegt man locker für 700, 800 Münzen los. Das sind 300 Münzen Gewinn. Ist okay, wenn man die Liste voll bekommen will. Wie ihr sehen könnt, dieser Ansalidi hat sich sofort jetzt verkauft für die 12.000. Haben wir circa 1.400 Münzen Gewinn gemacht. Nur durch diesen Spieler. Deswegen kauft euch von denen, wenn der günstig ist, für 10.000. Bietet einfach auf alle 10.000. Okay, ist nichts auf dem Markt. Wenn ihr nur so auf Ansalidi bieten wollt, macht ihr einfach so. Das müsste er sein. Ja, das ist er. Stellt ihr 10.000 ein und geht einfach die ganze Reihe durch. Bietet einfach auf alle wild drauf los. 10.000, dann könnt ihr nichts falsch machen. Seht ihr, das macht nicht nur ich, das machen auch noch mehrere. Weil auf so viele schon geboten ist. Viele probieren den wahrscheinlich auch für 9,8 zu bekommen. Aber bietet da einfach 10.000 Münzen. Da sollte man dann ein paar bekommen. Ich denke, 2,3 sind da realistisch. Den biete ich jetzt nicht, der geht noch zu lange. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und dann schaltet auch die Tage ein, wenn es wieder heißt How to Make Coins. Ciao, bis die Tage.